Wie viel bringt 2G? Brauchen wir eine Impfpflicht? Ist die aktuelle Corona-Politik wirklich richtig? Sind die Ungeimpften an allem schuld? Oder doch auch die Politik? Über all diese Themen und viele mehr habe ich heute mit Dr. Friedrich Pürner gesprochen, dem früheren Leiter des Gesundheitsamtes in Eichach-Friedberg. Ich denke, Sie werden ihn kennen. Er hat ja damals schon ganz früh die Corona-Politik kritisiert, wurde dann strafversetzt. Für mich war es ein ausgesprochen interessantes Gespräch, wo ich auch noch viel dazu gelernt habe, obwohl ich ja immer glaube, ich bin tief drinnen in dem Thema. Aber wenn man dann mit so einem expliziten Fachmann, Herr Dr. Pürner ist auch Epidemiologe, spricht, dann hat man doch immer wieder den Aha-Effekt. Vieles war auch so, dass es hier auf YouTube unter Zensurgefahr wäre. Deshalb wie immer im freien Internet, da wo nicht zensiert wird, da wo uns nicht Google bzw. YouTube vorzuschreiben hat, was vorschreiben will. Sehen Sie, es regt mich so auf, dass ich nicht schon verspreche, vorschreiben will, was wir lesen, sehen, hören dürfen und was nicht. Herr Dr. Pürner, wenn Sie vielleicht noch mal kurz anreißen, was in Ihren Augen das Wichtigste war in diesem Gespräch, bitte. Sehr gerne. Also zunächst die 2G-Regel. Die 2G-Regel ist aus epidemiologischer Sicht relativ sinnlos, um nicht zu sagen vollkommen unsinnig, denn warum? Weil bei 2G nicht mehr getestet wird. Und wir wissen, dass die Impfung bisher das nicht hält, was ursprünglich versprochen wurde. Wir wissen, dass auch Geimpfte krank werden, dass auch Geimpfte das Virus weitergeben können und sich sogar untereinander die 2Gs wieder anstecken können, hauptsächlich eben die Geimpften. Also das bedeutet, wenn wir so möchten, verschwinden die 2G unter der Decke, wenn sie nicht mehr auch getestet werden und können das Virus weiterhin verbreiten. Im Übrigen hat 2G nur eher wahrscheinlich den Grund, dass mehr Druck auf die Ungeimpften ausgeübt werden soll, damit sie sich denn endlich impfen lassen. Das halte ich für verkehrt, denn wir gehen jetzt gerade im Moment völlig auf eine Impfpflicht zu. Auch die halte ich für absolut unmoralisch und ethisch nicht vertretbar, weil es für mich keinen wirklich fachlichen Grund gibt, eine Impfpflicht einzuführen. Und der Druck, der gerade im Moment auf die Ungeimpften ausgeübt wird, den halte ich nahezu für unmenschlich und barbarisch. Das finde ich überhaupt nicht in Ordnung. Hier werden also Menschen gebrandmarkt, man schiebt ihnen eine Schuld zu, die sie überhaupt nicht zu tragen haben. Und warum? Nur eigentlich deshalb, weil man einen Sündenbock braucht, weil die Impfung, ich wiederhole es nochmal, das eben nicht hält, was ursprünglich versprochen worden ist. Und ich glaube, mit dieser Fehleinschätzung kommt Staat und Politik jetzt gerade nicht zurecht. Und anstatt das einzuräumen, sucht man sich jetzt einen Sündenbock. Aber auf gar keinen Fall darf man das nun auf die Ungeimpften übertragen. Ich glaube, Sie haben jetzt schon einen Eindruck bekommen, liebe Zuschauer, wie interessant das Gespräch bzw. die Aussagen von Herrn Pürner, nicht unbedingt mein Senf, waren. Es ging auch noch um die Frage, die ich mich hier gar nicht zu stellen traue, bzw. die Antwort sage ich nicht, ob die Impfung wirklich sicher ist, wie das immer gesagt wird. Da hat Herr Pürner sich auch ausführlich dazu geäußert. Gehen Sie mit mir rüber auf Rumble, auf Odyssey. Es ist ganz einfach, unter diesem Video ist der Link. Sie müssen nur einmal draufdrücken, dann auf Rumble oder auf Odyssey. Sie müssen das nicht gleich abonnieren, Sie müssen sich auch nicht anmelden, gar nichts. Einfach draufdrücken und dann sind Sie rüber. Und es sind ja teilweise schon bis zu 500.000 Menschen, die rübergehen. Ganz, ganz vielen Dank. Sie, ihr seid ein tolles Publikum und ihr zeigt, dass euch Meinungsfreiheit und Freiheit allgemein etwas wert ist. Vielen Dank, alles Gute. Vielen Dank auch nochmal Ihnen, Herr Dr. Pürner. Grüße in meine alte Heimat Bayern. Alles Gute, passen Sie auf sich auf. Sehr gerne. Alles Gute Ihnen. Ebenso. Danke. Danke. Gesundheit Ihnen auch. Alles Gute. Auf Wiedersehen. Wir sehen uns auf reitschuster.de.